Hi, so ein kleiner Disclaimer am Anfang. Ich glaube, ich habe nämlich vergessen, euch zu begrüßen irgendwann im Laufe des Videos und deswegen würde ich das jetzt, glaube ich, einfach jetzt an den Anfang schneiden. Ich habe mir ganz spontan diese Kamera hier gekauft. Das ist die Canon G7X Mark II. Und ich dachte, ich versuche es irgendwie mit dem Vloggen, weil die Videos von Frau Bieber, die haben es mir ganz schön angetan irgendwie. Also damit meine ich ihre Schreibtisch-Vlogs. Und ich dachte, ich versuche mal irgendwie sowas Ähnliches, weil ich glaube, ich könnte daran Spaß finden oder haben oder was auch immer. Deswegen nehme ich euch mal ein bisschen mit bei all den Sachen, die ich so mache. Erstmal glaube ich nur für den Samstag oder Samstag und Sonntag, ich bin mir nicht so ganz sicher. Auf jeden Fall hoffe ich, dass es euch das Ganze so ein bisschen Spaß macht. Es wird vorwiegend am Schreibtisch bleiben, aber so ein paar zwischendurch Sachen werde ich euch auch ja, zeigen. Und ich hoffe, ihr habt Spaß daran. Wie gesagt, wenn nicht, dann wird das eher ein Versuch bleiben und ich ja lasse es oder mache das privat irgendwie für mich weiter, weil ich dachte, ich probiere es einfach mal aus. Ihr könnt mir gerne mal euer Feedback in die Kommentare schreiben und ansonsten wünsche ich euch jetzt mal ganz viel Spaß mit dem Video. Hey Leute, wie ihr sehen könnt, ist heute Samstag, der 12. August und es ist kurz vor zwei. Ich hätte es selbst nicht für möglich gehalten, aber ich habe gerade, okay, die Ecke beachten wir nicht, aber ich habe gerade meinen Schreibtisch aufgeräumt und damit habe ich nun wirklich selbst nicht gerechnet. Aber ja, so sieht es gerade aus bei mir. Wer damals meine Room oder, naja, Schreibtischtour gesehen hat, der weiß, dass es so ähnlich schon mal bei mir aussah in der alten Wohnung. Und das habe ich größtenteils auch so beibehalten hier. Ja, ich bin jetzt ein bisschen erschöpft. Ich habe auch noch das Altpapier runtergebracht und so weiter und so fort. Und ich habe dank der lieben Dani eine Instagrammerin, YouTuberin, was auch immer, entdeckt. Also eine Zeichnerin, eine neue, und von der habe ich mir gerade ihre Mosery-Sketchbook-Tour angeschaut und ich bin gerade ein bisschen gehypt und möchte mich mal wieder an Gouache rantrauen. Und ich dachte, vielleicht mache ich das jetzt als eine kleine Pause, denn danach musste ich meine Aufräumsession weitermachen. Und da wollte ich euch vielleicht mal mitnehmen. Also vielleicht werdet ihr gleich ein kleines Speedpaint sehen oder so. Mal schauen. Tja, das ist das Ergebnis meiner Skizze. Ja, ein Pilzmädchen. Ich habe für die Skizze übrigens diesen lilanen Prisma Color Kohl Erase Buntstift genommen. Die mag ich zurzeit sehr gerne. Und ja, jetzt habe ich mir mein Gouache hier zurechtgelegt, meine Palette sauber gemacht und jetzt kann es losgehen.
Ich habe mir übrigens vor über einem Jahr diese Gouache-Farben geholt und sie bisher nur einmal ausprobiert, weil Fran sie in einem Video mal benutzt hatte, beziehungsweise überhaupt mal Gouache-Farben, nicht die, glaube ich, unbedingt. Ja, und seitdem liegen sie bei mir rum und sind ungenutzt und das wird sich heute hoffentlich endlich mal ändern. Ich habe übrigens überhaupt keine Ahnung, wie Gouache funktioniert, aber Learning by Doing und so. Ihr wisst Bescheid. Könnt, habe ich jetzt alleine ein bisschen weiter gemacht. Erstens war der Akku leer und zweitens musste ich zwischendurch auch noch mal staubsaugen und was essen und so weiter. Und ja, dann habe ich einfach alleine weitergemacht und das ist jetzt einfach mal so das Ergebnis. Ja, was soll ich sagen? Ich bin eigentlich recht zufrieden damit. Das hier war meine Palette. Das hier sind, wie gesagt, die Gouache-Farben. Was ich jetzt noch benutzt habe, ist einen anderen Coley Race Stift und zwar den in Braun, glaube ich, einfach. Wow, jetzt sehe ich mal, wie das so ist, wenn es nicht fokussiert. Da, in Braun. Beziehungsweise Brown. Für die Wangen und die Lippen habe ich auch meinen Trusty Pilot Color Eno in Rot verwendet. Ich sehe gerade, das Gummi ist schon voll gelb geworden. Voll eklig eigentlich, aber gut. Und das war's eigentlich. Mehr habe ich nicht verwendet. Und ich bin eigentlich recht zufrieden, wie gesagt, dafür, dass das mein erstes
aufwendigeres Gouache-Bild ist. Ich kann euch mal das erste Bild raussuchen. Moment. Da ist es. Ich habe es leider nicht datiert, aber es sollte mich und Rosi und Karl darstellen. Und ja, was soll ich sagen? So im Vergleich. Ja. ich hoffe, man sieht eine Entwicklung, beziehungsweise man sieht, dass ich mich einfach mal mehr getraut habe, sag ich mal, auch in mehreren Schichten zu arbeiten. Und auch in der Kombination mit dem Mosery Sketchbook muss ich sagen, dass mir die Gouache-Farben um einiges besser gefallen haben in der Handhabung als Aquarell. Weil beim Aquarell sich das relativ schnell so aufgeraut hatte, das Papier. Und beim Gouache, ich versuche euch das mal vom Nahen zu zeigen, ist es so gut wie nicht der Fall gewesen. Und das hat mich schon sehr verwundert auf der anderen Seite, aber auf der anderen Seite natürlich auch glücklich gemacht. Und ja, das ist das Bild. Ich hoffe, es hat euch einigermaßen gefallen, dass ihr gesehen habt, wie es entstanden ist. Und dann sehen wir uns gleich wieder, wenn ich irgendetwas anderes mache. jetzt gern noch eine Bestellung fertig machen, die schon seit ein oder zwei Tagen darauf wartet, mal fertig gemacht zu werden. Denn es ist jetzt so gegen 6, glaube ich, und ich muss eh noch mal in die Stadt und einkaufen gehen. Und da würde es sich natürlich anbieten, wenn ich die Bestellung noch mitnehmen würde. Und deswegen mache ich das mal schnell. Ich habe hier meinen Laptop aufgeklappt, denn meinen alten Windows-Laptop benutze ich eigentlich nur dafür, Rechnungen zu schreiben. Und das war es eigentlich. Zu mehr taugt er gar nicht mehr, beziehungsweise würde er schon, aber ich benutze ihn einfach nicht zu mehr Sachen. Und ich habe hier mal die ganzen Sachen zurechtgelegt, die ich ja jetzt für die Bestellung brauchen werde. Und ich dachte, vielleicht ist das irgendwie interessant für euch, das mal zu sehen, wie das so abläuft bei mir. Ich habe als erstes, das werde ich jetzt mal nicht in die Kamera halten, für den Fall, hier ist Karl übrigens, okay, für den Fall, dass das irgendwie komisch ist, weil ich fühle mich damit nicht so wohl. Auf jeden Fall sind hier so ganz viele Labels mit meiner Adresse, die klebe ich immer hinten drauf. Die habe ich mir selbst erstellt. Und dann eine andere Sache, die ich auch selbst gemacht habe, sind so Etiketten. Die kommen vorne drauf. Ich schreibe nämlich die Versandadressen auch noch mit der Hand hin. Da gibt es ja eigentlich auch ganz viele tolle Tools. Aber damit müsste man sich erstmal auseinandersetzen. Und darauf habe ich keine Lust. Und deswegen schreibe ich das immer noch mit der Hand. Meine vordekorierten Briefumschläge sind nun alle. Und eigentlich müsste ich mal wieder eine Stempel-Session machen und das hier bestempeln. Wer meine Briefumschläge kennt, der kennt das wahrscheinlich, wie das so aussieht. Dazu benutze ich meine Jamil Garden Stempel. Und ja, jetzt ist das aber halt so und ich werde dafür jetzt nicht extra für einen Briefumschlag jetzt eine Stempel-Session machen. Denn ich habe auch gar nicht mehr so viel Zeit, denn ich müsste mich auch noch ein bisschen fertig machen oder zurecht machen, besser gesagt, bevor ich in die Stadt gehe. Damit ist der Briefumschlag jetzt erstmal fertig. Da schreibe ich natürlich noch die Adresse drauf, aber das zeige ich euch natürlich nicht. Und ansonsten schreibe ich jetzt erstmal die Rechnung und drucke sie aus und dann packe ich die Bestellung. So, die Rechnung ist gedruckt und gestellt und keine Ahnung, eigentlich müsste man das, glaube ich, gar nicht machen, ich bin mir nicht sicher. Ja, jetzt gucke ich mir die Rechnung an und sehe, was der oder diejenige bestellt hat. Und hier hinten, das hier ist mein kleiner Shop-Stash, hier sind meine ganzen Sticker drin. Und hier wurden einmal die Freizeit und einmal die Emotionen-Chibi-Sticker bestellt.
Und die habe ich jetzt mal rausgeholt. Das kommt bei mir erst einmal in so eine Transparenttüte rein. Die sind leider zu groß für die Briefumschläge, deswegen muss ich die hier noch immer so ein bisschen komisch umknicken. Wer bei mir schon mal bestellt hat, der wird das feststellen. Der hat das schon mal festgestellt. Dann falte ich das und dann kommt mein Washi-Tape zum Einsatz. Damit verschließe ich dann das Ganze so. Dann mache ich meistens, nicht immer, noch eine gratis Postkarte von mir mit rein und verbinde das alles mit dieser Schnur. Und ich sehe, ich habe gar keine Schere parat. Und dann binde ich hier so eine Schleife drumherum. Und obwohl ich das schon über seit einem Jahr mache, habe ich immer noch nicht so ganz den Dreh raus, was die richtige Länge ist. Und manchmal ist es perfekt, manchmal ist es zu lang. Das ist ja nicht so schlimm, das kann man dann ja abschneiden. Aber manchmal ist es auch einfach zu kurz, was irgendwie blöd ist. Aber so ist das eben manchmal. So wie hier zum Beispiel, kann ich ein bisschen abschneiden. So sieht das dann aus und das ist schon mal ganz sweet. Wer ganz früher bei mir bestellt hat, der hat gesehen, dass ich früher so Wachssiegel noch drauf gemacht hatte. Das habe ich irgendwann allerdings sein gelassen, weil es einfach viel zu zeitaufwendig wurde irgendwann. Dann nehme ich mir hier eine Visitenkarte von mir und mache hier hinten noch eine kleine handschriftliche Notiz drauf. Wer übrigens meine Insta-Stories vor kurzem gesehen hat, hat gesehen, dass bei meinem gelben Hobonichi-Stift die schwarze Mine alle ist. Und schaut mal, was ich hier gerade gefunden habe in meinen alten Zeichensachen. Na, siehst du? Nein, doch, tata. Den 2015er Stift, ist das nicht crazy? Ich fand das schon ziemlich crazy. Auf jeden Fall schreibe ich jetzt irgendwas Nettes hin, denn ich finde es immer sehr nett, irgendwas Handschriftliches von dem Shopbesitzer in den Händen zu halten. Und da ich es eben gerne habe, wenn das andere für mich tun, tue ich das auch für andere. Und jetzt kommt der Part, an dem ich die Adresse auf den Umschlag hier schreibe. Dann falte ich die Rechnung. Und befördere sie in den Umschlag rein. Und danach kommt die Bestellung an sich rein. Und dann wird das Ganze einfach zugemacht. So sieht das Ganze dann von hinten aus. Ich nutze ja auch transparent Umschläge. So von vorne. Also die Rechnung ist immer vorne. Und das ist der Inhalt der Bestellung. Den kann man hinten erahnen, was ich eigentlich ganz cute finde. Da fehlt natürlich noch die Briefmarke. Hier ist mein Briefmarkensammelsurium. Ich habe auch von einer netten Postfrau diese Priority-Aufkleber mal einfach so bekommen. Und ich meinte so, aber ich verschicke gar nicht so viel mit Luftpost. Und sie meinte so, ist egal. Sie können das eigentlich immer draufkleben, wenn es ins Ausland geht. Und ich so, okay. So, das war's dann jetzt aber mit der Bestellung. Eigentlich müsste ich tatsächlich mal so ein paar andere Shop-Sachen noch erledigen. Denn hier ist zum Beispiel auch so ein Stapel von Stickerbögen, der zurechtgeschnitten werden möchte. Das mache ich dann irgendwann mal, vielleicht zusammen mit der Stempel-Session. Vielleicht mache ich das morgen oder sogar heute Abend, ich bin mir nicht ganz sicher. Ja, auf jeden Fall werde ich mich jetzt erstmal fertig machen, in die Stadt gehen, die Bestellung wegbringen und einkaufen.
Und danach mal schauen, was der Abend so mit sich bringt. So, ich bin einigermaßen ready gemacht und mache mich jetzt einfach mal in die Stadt. Das Wetter schaut irgendwie nicht ganz so toll aus. Okay, man erkennt wahrscheinlich nicht so viel, aber es ist ziemlich grau. Ich hoffe, es regnet nicht. Ich werde auf jeden Fall meinen Schirm einpacken. Ja, ansonsten erledige ich einfach mal so ein paar Sachen. Mein Gott, jetzt verstehe ich endlich, was diese ganzen Vlogger damit meinen. Man schaut irgendwie automatisch da nach oben hin und nicht in die Kamera. Das ist scheiße. Vielleicht sollte ich das einfach umklappen. Haha, aber dann sehe ich nicht, wie das Bild so ist. Es ist ein einziges Dilemma. Mein Gott. Okay, ich laufe jetzt auf jeden Fall los und dann melde ich mich später bei euch nochmal. Bis dahin. Da von meinem Ausflug aus der Stadt, in der Stadt, wie auch immer. Alles erledigt, was ich erledigen wollte. Ich muss gucken, was Rosi da macht. Manchmal macht sie Faxen. Ja, was mache ich jetzt heute noch so? Ich könnte in meinem Hobonichi basteln. Ich könnte auch die Shop-Sachen endlich erledigen. Schwierige Entscheidung. Ich bin endlich fertig. Oh mein Gott, das dauert immer so lange. Deswegen schiebe ich sowas immer vor mir her. Das hier ist übrigens der Verschnitt, den ich habe. Ja, deswegen als Shopbesitzer sollte man immer schön diese komische Müllgebühr anmelden, ne? Ich habe gerade vergessen, wie der Fachausdruck dafür ist. Aber ihr wisst Bescheid, sicherlich. Ja, ich glaube, auf die Stempelaktion mit den Briefumschlägen habe ich jetzt keine Lust mehr. Es ist auch schon relativ spät. Ja, 9:45 ist das jetzt schon. Man sieht, es ist auch schon dunkel draußen. Deswegen verzeiht mir, falls das Licht irgendwie kacke ist. Ja, ich glaube, ich werde vielleicht noch irgendwie eine Hobonichi-Session einlegen, aber das war es dann auch für heute. Falls ja, dann werdet ihr es gleich sehen. Falls nicht, dann nicht. Na, dann Klaus halt auch richtig. So werde ich nie eine tolle Vloggerin mit dir. Du versaust mir alles, Karl. Ausgefallen. Ich bin ein richtiger cooler Food-Blogger. Also Karl hat obviously was dagegen, dass ich hier noch mich an meinen Hobonichi ransetze. Insofern war es das, glaube ich, für heute Abend. Ja, also ich hoffe, das Ganze hat euch irgendwie gefallen. Ihr könnt mir ja gerne mal in die Kommentare schreiben, wie ihr dieses Video gefunden habt. Ich kann es noch gar nicht einschätzen, wie lang das wird, weil ich glaube, ich habe relativ viele Timelapses gefilmt. Insofern
Keine Ahnung, ich hoffe, es ist nicht zu lang. Ja, wenn euch das irgendwie gefällt, kann ich das ja mal versuchen, öfter mal zu machen. Und ja, war halt mal ein bisschen was anderes, aber ich hoffe, dass es euch gefallen hat. Also, ich wünsche euch schon mal noch ein schönes restliches Wochenende. Oder einen wundervollen Start in die neue Woche, je nachdem, wann ich es schaffe, dieses Video hier fertig zu machen. Und ansonsten, ja, bis zum nächsten Video hoffentlich. Tschüss!